Ich bin der Marc Dürsenbrink. Ich bin hier der neue Trainer für die Anfängerkurse und hauptsächlich auch für die Kinderkurse. Ich bin eigentlich schon fast sagen wie ein Hausgeist. Ich bin immer wieder mal den ganzen Tag hier. Ab und zu mal bin ich auch gar nicht hier. Das heißt also Dienstag, Donnerstag bin ich jetzt gerade nicht im Sparring mit aktiv, deswegen da eher weniger und an allen anderen Tagen eigentlich mehr. Also tagsüber bin ich schon hier, morgens meistens bis zur Abendstunde. Im Moment gerade wieder, weil ich jetzt auch wirklich sehr viel gelehrt bzw. unterrichtet, wenn man es sagen kann, auch in Anspruch genommen habe, ist Krafttraining mein Fokus, wo ich wirklich das meiste Wissen habe. Klar bin ich auch im Grappling, Striking und alles mache ich natürlich auch, aber im Krafttraining habe ich viele Leute jetzt betreut die letzten Tage und die letzte Zeit, die letzten Jahre und deswegen würde ich schon sagen, da habe ich so das beste und meiste Know-how von mir persönlich und da können die Leute gerne jederzeit kommen und mich durchlöchern mit Fragen. Also ich komme ja eigentlich aus Donaueschingen, also ich komme nicht hier aus Balingen. Donaueschingen ist so circa 50 Kilometer weiter in den Süden, 50-60 Kilometer und Donaueschingen ist auch ziemlich klein und ich weiß noch, ich habe mit bis 16,5 war ich echt ein Sportmuffel, also mein Vater musste mich wirklich an den Kragen packen und zum Fußballtraining bringen, dass ich überhaupt irgendwas trainiert habe. Hauptsächlich habe ich bis 16 nur gezockt. Irgendwann mit 16 hat dann bei uns ein Fitnesscenter aufgemacht, direkt vor der Tür. Da habe ich mir gesagt, mit 16,5 komm, fang mal mit Fitness an, tu was für deinen Körper. Jetzt kommt eine neue Ära, wo du anfängst mal auf dich zu achten. Hingegangen, wirklich total durchgezogen, fünfmal die Woche, jeden Tag hat man mich dort gesehen, immer am Trainieren. Und irgendwann nach 2 Jahren war es dann halt so weit, dass ich gesagt habe, also mich selber ins Spiel angeschaut habe und gesagt habe, hey, ich gefalle mir eigentlich jetzt so, wie ich aussehe. Und hinterher habe ich mal gelesen, ein Bodybuilder hat gesagt, du darfst niemals zufrieden sein mit dir. Weil sobald du zufrieden bist, hörst du auf mit dem Sport. Und genau das ist bei mir passiert. Ich habe mich angeschaut, habe gesagt, hey, es sieht eigentlich voll gut aus. Und hatte auf einmal keine Lust mehr aufs Training. Dachte mir immer, heute kann ich mal wieder schleifen lassen und so weiter. Und irgendwann war es dann so, dass ich mir gedacht habe, hey, diese ganze Kraft, die du jetzt hast, und dadurch, dass ich sowieso nicht mehr so viel Lust hatte, da ins Fitness zu gehen, kannst du ja irgendwie einsetzen. Dadurch, dass ich in so einem kleinen Dorf gewohnt habe, gab es für mich nur Leichtathletik oder Kampfsport. Also gut, dass Marco da sein Gym hatte um die Ecke. So habe ich mich für Kampfsport entschieden und hat mir mega gefallen, hat mich richtig gepackt. Schon bei der ersten Trainingseinheit haben wir halt Sparring mitmachen dürfen und ich hatte keinen Mundschutz und hatte wirklich blutige Zähne und es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, dahin zu gehen. Also an sich, der Sport hat mich von Sekunde 1 dann gepackt. Es war das erste Mal immer nur so, dass ich mir gesagt habe, hey, ich will nur einmal in einem großen Ring stehen, beziehungsweise einmal kämpfen, um das einfach wahrzunehmen, wie das ist. Und danach einfach total zum Adrenalin-Junkie geworden. Also gar nicht mehr ohne dieses Gefühl von diesem totalen Fokus, was man im Kampf halt hat und in keiner anderen Lebenssituation hat. Einfach begeistert gewesen davon, wie viel dir der Sport eigentlich auch zurückgibt, obwohl man viel investiert. Ich finde, das ist so ein ehrlicher Sport. Je nachdem, wie viel du trainierst, wie gut du bist, wie sehr du auf alles achtest, so viel kriegst du halt auch ein bisschen zurück. Weil ich bin relativ spät eingestiegen, mit 18,5 erst, habe ich mit Kampfsport angefangen, wo jeder andere mir früher mal gesagt hat, das brauchst gar nicht mehr anfangen, du bist viel zu alt dafür schon, um das alles noch zu lernen. Und dann auch noch mit MMA angefangen, wo die Bewegungen eh sehr komplex sind, weil es Ringen, Grappling, Striking, alles gibt. Und trotzdem, würde ich mal sagen, mehr oder weniger erfolgreich geworden bin. Das ist das Geile an diesem Sport. Je nachdem, wie viel du investierst, so viel kriegst du auch wieder zurück. Das ist geil. Also eindeutig ist hier der Zusammenhalt einfach was ganz Besonderes. Die Leute sind wirklich gut, jeder hat hier Erfolge und trotzdem ist keiner irgendwie hochnäsig, sondern jeder versucht sich wirklich gegenseitig zu helfen. Das ist wie eine riesige Familie einfach und das finde ich hier wirklich sehr besonders, diesen Zusammenhalt. Also ich würde sagen, Peter hat einfach immer einen Riecher dafür, was er in welchem Moment sagen muss. Also zum Beispiel allein schon bei dem Trabelsi-Fight, was ich mal hatte. Jeder, der den gesehen hat, hat gesehen, in der zweiten Runde war ich eigentlich
total im Arsch. Also ich hatte keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Das war auch, also ich erinnere mich an dem Moment ganz gut, zum Gong, also in der zweiten Runde, wo der Gong ertönt ist. Als ich aufgestanden bin von ihm und ich glaube 3 oder 4 Mal fast K.O. gegangen bin, war es für mich so, dass sich alles nur noch gedreht hat, ich nur noch so ein Piepsen im Ohr hatte, also wie als ob neben mir eine Granate explodiert wäre und ich irgendwie Peter so im Hintern, so ganz blechig, also als ob er in eine Trompete reinrufen würde, so gehört habe. Und bin dann irgendwie ein Zombie hingelaufen und er hat mir doch den Tipp gegeben, du packst jetzt deine ganze Kraft in einen Takedown, den Takedown bekommst du und dann gewinnst du den Fight. Und genau das war wirklich dieser Tipp, den ich gebraucht habe. Ich habe alles in einen Takedown gepackt, habe ihn runterbekommen und habe den Fight halt so bekommen, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Und er weiß einfach immer, welchen Tipp er geben muss. Er weiß auch im Training, was er sagen muss. Also das ist echt, das macht ihn aus, würde ich sagen. Er hat einfach viel Erfahrung, die er jederzeit abrufen kann. Also die Leute sind auf jeden Fall gleich geblieben. Keiner ist irgendwie abgehoben. Das ist ja meistens so, wenn man größer wird, dann verliert man so ein bisschen den Fokus an allem. Und das ist auf keinen Fall so. Das ist wirklich immer noch wie eine kleine Familie, die wir haben. Was aber definitiv besser geworden ist, ist die Trainingsqualität. Jetzt auch gerade mit Raubo, mit den ganzen Flächen, die wir haben. Es zieht viel mehr Leute an. Viel mehr neue Talente kommen hier rein. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Und hier gerade hinter mir die Sauna. Auch mega. Nach dem Training hier einfach ein bisschen entspannen. Definitiv ein Pluspunkt. Ich sag zum Beispiel selber immer zu mir selber, also zu mir selber, wenn ich mal Kinder habe, dann werde ich sie auf jeden Fall im Kampfsport anmelden. Einfach nur, um denen zu zeigen, dass sie nicht aus Zucker sind. Das heißt, die können auch ruhig mal vielleicht auf den Boden fallen, vielleicht kriegen die mal eine ab und trotzdem leben sie noch. Also es ist nichts Schlimmes. Und ich finde, das ist so etwas, was man eigentlich jedem Menschen mitgeben sollte, dass sie stärker und härter sind, als sie eigentlich glauben. Und ich finde, das lernt man einfach beim Kampfsport besser als in jeder anderen Sportart. Was ich jedem raten kann, verfolgt eure Träume. Also selbst wenn es wirklich aussichtslos aussieht, wenn es wirklich aussieht wie, hey, das kann ich eh nicht erreichen, macht es trotzdem, weil der Weg, der macht euch schon glücklich und wenn es am Ende nicht klappt, ist trotzdem egal, weil ihr einen geilen Weg hattet.